Am frühen Morgen findet ein Motorradfahrer in einer abgelegenen Gegend von Phoenix die Leiche einer jungen Frau. Sie wurde geschlagen, gefesselt, erwürgt und vermutlich vergewaltigt. Die Pflanzen am Leichenfundort enthüllen mehr über den Mörder als jedes andere Beweisstück. Als die Ermittler zum Tatort kommen, sammeln sie jedes potenzielle Beweisstück. Das Opfer ist nackt, bis auf ein hochgeschobenes Trägertop. Um seinen Hals ist ein T-Shirt gewickelt, mit dem es vermutlich erwürgt wurde. Die Handgelenke und Knöchel sind mit Schnürsenkeln und einem Draht gefesselt. In der Nähe der Leiche finden die Ermittler eine Spritze und ein paar Kleidungsstücke. Plötzlich hören sie etwas. Es ist ein Funkrufempfänger, der nur wenige Meter von der Leiche entfernt im Gras liegt. Die Ermittler hoffen, im Umkreis noch weitere Spuren oder Hinweise zu entdecken. Der Tatort wird großflächig abgesucht. Ein Fotograf macht Luftaufnahmen. In der Nähe der Leiche ist eine kreisförmige Stelle mit plattem Gras. Vermutlich hat dort eine heftige Auseinandersetzung stattgefunden. Die Polizei übergibt die Leiche der Gerichtsmedizin. Dort wird das Opfer anhand eines Fingerabdruckes als die 30-jährige Denise Johnson identifiziert, die allein mit ihren zwei kleinen Kindern lebt. Sie stammt aus einer Gegend von Phoenix, die The Projects genannt wird. Sie war kein schlechtes Mädchen, aber sie hatte die falschen Freunde. Doch ich will jetzt nicht sagen, dass die sie dazu überredet haben, diese Dinge zu tun. Sie hing mit Leuten rum, die viel tranken und feierten. Ich weiß wirklich nicht, was sie so machten, aber ich bin mir sicher, dass sie mit Leuten zusammen war, die mit Drogen zu tun hatten. Manchmal war sie zu gutgläubig. Denise betrügt in Fernfahrerlokalen Lkw-Fahrer bei Drogengeschäften ums Wechselgeld, was ihr den Beinamen Gaunermama einbringt. Ihre Freunde warnten sie, dass diese Art zu leben sie irgendwann in Schwierigkeiten bringen könnte, und so kam es auch. Doch wer hat Denise Johnson getötet? Zuerst wird der Funkrufempfänger untersucht, der in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Er gehört Mark Bogan, einem Fernfahrer aus der Gegend. Bogan sagt aus, er habe in der Nacht auf seinem Heimweg angehalten, um zu telefonieren. Dort sei ihm Denise Johnson zum ersten Mal begegnet. Bogan behauptet, sie habe ihn gefragt, ob er sie ein Stück mitnehmen könne. Im Auto habe sie sich ihm dann körperlich genähert und in der Fahrerkabine seines Wagens Sex mit ihm gehabt. Beim Verabschieden habe sie dann versucht, sein Portemonnaie vom Armaturenbrett zu stehlen. Als Bogan am nächsten Tag seinen Wagen wäscht, bemerkt er, dass sein Funkrufempfänger fehlt. Er glaubt, ihn verloren zu haben und meldet dies seiner Firma. Beim Verhör bemerken die Ermittler Kratzspuren im Gesicht des Lkw-Fahrers. Wenn der Verdächtige Kratzer im Gesicht hat und diese durch die Finger oder Fingernägel des Opfers verursacht wurden, dann müssten sich unter ihren Fingernägeln Überreste von Hautzellen oder Blut befinden. Bei der Autopsie werden aber weder Haut noch Blut unter ihren Fingernägeln gefunden. Die Todesursache ist Ersticken, ausgelöst durch Strangulieren. In ihrem Blut wird Kokain gefunden.
Es gibt jedoch keine Anzeichen auf Geschlechtsverkehr. Weder Samen noch Speichel, ein fremdes Haar oder Kleiderfasern werden gefunden. Die Autopsie enthüllt zwar, wie Denise Johnson gestorben ist, liefert aber keine Hinweise auf ihren Mörder. Und es gibt auch keine Beweismittel, die den einzigen Verdächtigen, Mark Bogan, mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Einen Tag nach der Entdeckung der Leiche von Denise Johnson wird der Kriminalbeamte Charlie Norton mit dem Fall beauftragt. Ich beschloss, zum Tatort zu fahren, denn für mich als Ermittler ist es hilfreich, den Ort des Verbrechens zu kennen. Denise Johnsons Leiche wurde in einer abgelegenen Gegend bei Maricopa gefunden, ungefähr eine halbe Autostunde von Phoenix Zentrum entfernt. Charlie Norton hofft, etwas zu entdecken, was vielleicht am Tag zuvor übersehen wurde. Nur ein paar Meter vom Fundort der Leiche entfernt, bemerkt er etwas Seltsames an einem Palo Verde-Baum. Ich hatte mein Auto auf dem Bürgersteig geparkt und da sah ich einen Ast herunterhängen. Als ich mir den Ast genauer ansah, bemerkte ich eine frische Abschabung. Ich wusste nicht, was es zu bedeuten hat, aber ich machte ein Bild davon und nahm ein paar Bohnen von dem Baum mit. In der Zwischenzeit wird Mark Bogans Wagen beschlagnahmt und auf Beweise untersucht, die ihn oder den Wagen mit dem Tatort in Verbindung bringen könnten. Doch auch diesmal finden die Beamten weder Fingerabdrücke, Samen, Blut, Speichel, Haare oder Kleiderfasern. Nichts deutet darauf hin, dass Denise Johnson im Wagen war. Als die Ermittler sich jedoch die Ladefläche des Wagens ansehen, entdecken sie etwas Interessantes. Zwei Bohnenhülsen von einem Palo Verde-Baum. Hat Bogan mit seinem Truck vielleicht den Palo Verde-Baum gestreift? Und sind dabei die Bohnenhülsen auf die hintere Ladefläche gefallen? Das Problem ist, dass Palo Verde-Bäume in Arizona sehr verbreitet sind. Allein in Phoenix gibt es Zehntausende davon. Doch Charlie Nortons Chef hat eine Idee. Vielleicht könnte mit Hilfe eines DNA-Tests überprüft werden, ob die Bohnenhülsen aus Bogans Wagen vom Baum am Tatort stammen. Ich schlug Charlie vor, einen Experten in den USA zu suchen, der DNA-Tests an Pflanzen durchführt. Was hatten wir schon zu verlieren? Es gab ja sonst keinen Anhaltspunkt. Als er von einer Bohnenhülsen-DNA sprach, dachte ich, er macht Witze. Mir war es ernst. Wir hatten nichts zu verlieren und außerdem auch nichts anderes, womit wir weitermachen konnten. Es war unser einziges physisches Beweisstück, mit dem wir vielleicht Mr. Bogan mit dem Tatort in Verbindung bringen konnten. Norton ruft verschiedene Wissenschaftler in den USA an. Einige meinten, dass es nicht möglich sei. Andere sagten, es wäre möglich, jedoch zu horrenden Kosten. Nach 15 Anrufen findet Norton endlich den richtigen Spezialisten. Er arbeitet nur 100 Meilen entfernt an der Universität von Arizona in Tucson. Für mich war es eine Art Dienst für die Allgemeinheit, ein Weg, um zu zeigen, dass Wissenschaft nützlich ist, was zum Beispiel in der Landwirtschaft nicht immer offensichtlich ist. Kann ein DNA-Test wirklich zeigen, ob sich zwei Pflanzen oder Bäume derselben Art voneinander unterscheiden? DNA ist in allen Zellen jedes Lebewesens. Sie ist so etwas wie ein Computerprogramm, das alle Informationen zur Erzeugung eines Lebewesens enthält. Jeder Mensch hat ein einmaliges DNA-Profil. In den frühen 80er Jahren führte der britische Wissenschaftler Dr. Alec Jeffries einen Test durch, mit dem die DNA eines Menschen identifiziert werden kann. Der Test wurde zum ersten Mal 1986 in einem Kriminalfall eingesetzt. Doch die DNA einer Pflanze ist noch nie für einen Kriminalfall untersucht worden. Wir hatten schon oft mit genetischen Fingerabdrücken in der Landwirtschaft gearbeitet, aber noch nie mit dieser speziellen Baumart. Vermutlich hat das niemand vorher getan.
Die Staatsanwälte haben Indizienbeweise, die Mark Bogan mit dem Mord an Denise Johnson in Verbindung bringen. Doch sie brauchen einen eindeutigen Beweis, dass Bogan am Tatort war. Diesen Beweis soll die Frucht des Palo Verde-Baumes liefern. Die Wissenschaftler sollen herausfinden, ob die beiden Samenhülsen aus dem Wagen von Mark Bogan mit denen des Palo Verde-Baumes vom Tatort übereinstimmen. Doch allein in Phoenix gibt es Tausende von Palo Verde-Bäumen und bislang wurde noch nie ein DNA-Test mit dieser Baumart durchgeführt. Wir mussten erst herausfinden, ob zwei Bäume der gleichen Art unterschiedliche DNA haben. Wir wollten ja nicht wissen, ob es sich um einen Palo Verde-Baum handelt, sondern ob die Hülsen von einem bestimmten Palo Verde-Baum stammen. Die Entwicklung dieses Tests ist langwierig. Dr. Helen Jahres braucht Monate, bis er eine Testmethode findet, die funktioniert. Ich habe ein paar Mal daran gedacht, aufzugeben, doch sie sagten, dass es wichtig sei und sie ohne dieses Testergebnis nicht vor Gericht gehen könnten. Ich soll es weiter versuchen, also gingen wir wieder an die Arbeit und ich glaube, beim dritten Mal hat es geklappt. Die spezielle Technik für einen DNA-Test von Pflanzen oder Bäumen nennt man RAPID. Dieses Testverfahren ermöglicht es, genetische Fingerabdrücke einzelner Gewächse zu identifizieren. RAPID ist eine Spielart der sogenannten PCR, der Polymerase-Kettenreaktion. Bei der Polymerase-Kettenreaktion handelt es sich um eine im Reagenzglas nachempfundene Vermehrung von DNA, die auch bei der Zellteilung vorkommt. Bei RAPIDs verwendet man sehr kurze Prime, kurze DNA-Stücken, die für diese Synthese benutzt werden oder gebraucht werden, um zu garantieren, dass man einen Fingerprint erhält, der viele Banden hat und damit aussagekräftig ist. Für den Test sind nur bestimmte Pflanzenteile geeignet. Wenn Sie die Identität einer bestimmten Pflanze feststellen wollen, dann können Sie nicht jedes Pflanzenmaterial verwenden, weil sich zum Beispiel in den Früchten der Pflanzen bereits mütterliche und väterliche DNA rekombiniert, das heißt neu organisiert haben. Wenn Sie analysieren wollen, um Vaterschaftsanalysen festzustellen, dürfen Sie nur Ausgangsmaterial der Mutter verwenden, zum Beispiel die Fruchtwand, nicht die Frucht selber. Für den DNA-Test können deshalb nicht die Bohnen, sondern nur die sie umgebenden Schoten verwendet werden. Aber ist es wirklich möglich, mit diesem Test Mark Bogan als Mörder von Denise Johnson zu überführen? Mark Bogan wird des Mordes an Denise Johnson verdächtigt. Um nachzuweisen, dass er am Tatort war, haben die Ermittler nichts als ein paar Bohnenhülsen aus Mark Bogans Wagen. Die Bohnenhülsen werden in flüssigen Stickstoff gegeben. So kann man sie zerkleinern und leichter zu feinem Pulver zermahlen. Das Pulver kommt dann in eine chemische Lösung, in der die DNA frei herumschwimmt. Ein klebriger Komplex aus Molekülen. Die DNA einer Samenhülse reicht für die Untersuchung nicht aus. Deshalb kopieren die Wissenschaftler den DNA-Strang, um die Probe zu vermehren. Dazu wenden sie die Polymerase-Kettenreaktion an. Der Kopierprozess findet in einem thermischen Kreislauf statt, bei dem sich die DNA innerhalb weniger Stunden um das Millionenfache vermehrt. Die DNA wird dann in gefärbtes Gel gegeben und einem elektrischen Spannungsfeld ausgesetzt. Unter ultraviolettem Licht kann man sehen, wie der elektrische Strom die negativ geladenen Teilchen durch das Gel zum positiven Ende nach oben zieht. Das Ergebnis sieht aus wie ein Strichcode. Es ist der genetische Fingerabdruck eines Palo Verde-Baumes. Unter einem genetischen Fingerabdruck versteht man die Sichtbarmachung des genetischen Materials in Form von DNA-Bruchstücken, die dann nach einer Elektrophorese in Form eines Bandenmusters erkennbar sind, ähnlich einem Barcode im Supermarkt.
Anhand dieses Fingerabdrucks kann Dr. Helen Tjares nicht nur feststellen, dass die beiden Bohnenhülsen aus Mark Bogens Wagen genetisch identisch sind, sie stimmen auch mit den Hülsen des Palo Verde-Baumes vom Fundort der Leiche überein. Jeder andere Palo Verde-Baum, der getestet wird, hat ein völlig anderes DNA-Profil. Auf dieses Ergebnis haben Ermittler und Staatsanwaltschaft gehofft. Wir mussten nicht den Verbrecher, sondern den Baum identifizieren, und das haben wir geschafft. Er nahm eine Originalprobe und eine Probe aus dem Truck und konnte feststellen, dass diese beiden Hülsen von ein und demselben Baum stammten. Dann verglich er diese Hülsen mit Proben von 12 anderen Bäumen. Er ordnete sie dem Baum vom Tatort zu, ohne zu wissen, dass der Baum vom Tatort mit der Abschabung dabei war. Doch beim ersten Test werden nur 12 Bäume analysiert. Für die Anklage ist das zu wenig. Vor Gericht muss nachgewiesen werden, dass alle Palo Verde-Bäume in ganz Arizona verschiedene DNA-Profile haben. Deshalb schickt der Staatsanwalt Dr. Helen Tjares Hülsen von weiteren 100 Bäumen mit der Bitte, nachzuweisen, dass jeder dieser Bäume ein unterschiedliches DNA-Profil hat. Und er stellt Helen Tjares ein zweites Mal auf die Probe. Ich habe Helen Tjares nicht erzählt, dass ich noch einmal am Tatort war und noch eine Probe vom Baum mit der Abschabung geholt habe. Dr. Helen Tjares weist nach, dass jede einzelne Hülse ein eigenes DNA-Profil hat, bis auf eine. Ich rief ihn an und war etwas beunruhigt, weil wir ja davon ausgingen, dass alle Bäume unterschiedlich sind. Diese Probe stimmte nun aber mit einer anderen überein, obwohl sie angeblich alle von unterschiedlichen Bäumen stammten. Es war ein Volltreffer. Ich wusste, dass er das herausfinden würde. Er hat unter 20 Proben die richtige gefunden, das richtige Gegenstück. Im direkten Vergleich in einer Rapid-Analyse ist es durchaus möglich, eine bestimmte DNA, gewonnen aus einer einzelnen Frucht, einem bestimmten Organismus aus einer Auswahl, aus einer Population von mehreren hundert, von mehreren tausend, ganz konkret zuzuordnen. Das ist die Frucht, die von diesem Baum kommt. Mark Bogen wird verhaftet und des Mordes an Denise Johnson angeklagt. Er plädiert auf nicht schuldig. Fraglich ist, ob der neuartige DNA-Befund vor Gericht als Beweismaterial zugelassen wird. Noch nie zuvor wurde in einem Strafprozess eine pflanzliche DNA als Beweismaterial vorgelegt. Es gab eine Vorverhandlung nur vor dem Richter, um das wissenschaftliche Beweismaterial zu überprüfen und zu sehen, ob es in wissenschaftlichen Kreisen generell als rechtskräftig und seriös akzeptiert wird. 3 Tage lang diskutierten Anwälte und Wissenschaftler ohne die Geschworenen, ob eine pflanzliche DNA in einem Strafprozess zugelassen werden sollte oder nicht. Alle Wissenschaftler waren sich zumindest darüber einig, dass jede Pflanze, so wie jeder Mensch auch, eine einzigartige DNA hat und mit dem entsprechenden Test jeder Palo Verde-Baum von einem anderen Palo Verde-Baum unterschieden werden kann. Daran schien es keinen Zweifel zu geben. Die Verteidigung beantragt, Dr. Helen Tjares Beweise zu verbieten. Doch Richterin Bolton lässt den DNA-Befund als Beweismaterial in der Verhandlung zu. Sie schafft damit einen Präzedenzfall in der Kriminalgeschichte. Es war das erste Strafverfahren im Land, in dem eine pflanzliche DNA als Beweismittel genutzt wurde. Was ist Denise Johnson in der Nacht des 2. Mai 1992 zugestoßen? Die Anklage glaubt, dass Mark Bogen Denise Johnson an einer Telefonzelle begegnet ist. Nach einem kurzen Gespräch fragt Denise, ob er sie ein Stück im Auto mitnehmen kann. Sie fahren an eine abgelegene Stelle, weil sie miteinander schlafen wollen. Bogen fragt Denise, ob er sie locker fesseln darf und bindet ihre Handgelenke mit Draht und Schnürsenkeln zusammen. Einige von Bogens Ex-Freundinnen können bezeugen, dass er Fesselspiele mag.
Eine weitere Zeugin erzählt den Ermittlern, dass sie genau die Drahtsorte einige Tage zuvor in seinem Wagen gesehen hat. Irgendwann protestiert Denise Johnson gegen Bogans sexuelle Vorlieben und bittet ihn aufzuhören. Sie flüchtet aus dem Wagen und versucht wegzulaufen. Bogan verfolgt sie und reißt sie zu Boden. Im Kampf fällt Bogans Funkrufempfänger ins Gras. Der Mann erwürgt Denise mit ihrem T-Shirt und schleppt die Leiche in die nahegelegenen Büsche. Als Bogan flieht, streift er einen Palo Verde-Baum. Dabei fallen zwei Samenhülsen auf die Ladefläche seines Wagens. Ein Augenzeuge beobachtet, wie ein weißer Pickup-Truck aus der Richtung des Tatortes kommt und an einem Stoppschild vorbei Richtung Phoenix rast. Der Zeuge sagt aus, dies sei gegen 1.30 Uhr morgens gewesen. Bogan wohnt nicht sehr weit entfernt. Seine Frau berichtet der Polizei, dass sie aufgewacht ist, als ihr Mann kurz nach 2 Uhr morgens nach Hause kam. Die meisten Beweise gegen Mark Bogan sind Indizienbeweise. Der Funkrufempfänger, der Draht, das Interesse an Fesselspielen und der Zeuge, der einen weißen Truck in der Gegend gesehen hat. Doch das entscheidende Beweisstück in diesem Fall ist die pflanzliche DNA. Es gab keinen Fingerabdruck, keinen Blutfleck und auch kein Haar. Es gab absolut nichts vom Opfer. Meistens findet man irgendetwas vom Opfer beim Angeklagten oder bei seinen Sachen. Er hat den Polizisten gegenüber zugegeben, dass er am Morgen danach seinen Wagen gewaschen hat. Er beseitigte alle Beweise, bis auf die beiden Hülsen vom Palo Verde-Baum. Die hat er übersehen. Er wusste nicht, wie bedeutsam sie sind. Sie brauchten einen Beweis, dass Mark am Tatort war, denn er hatte eine glaubwürdige Geschichte. Ich hatte als Staatsanwalt eine Menge Beweise, die den Angeklagten belasteten. Aber erst die Hülsen des Palo Verde-Baumes haben die Schlinge um seinen Hals zugezogen. Da die Verteidigung Dr. Helen Tjaris Befunde nicht widerlegen kann, zweifelt sie das Beweismaterial an. Sie behauptet, jemand hätte die Hülsen in Bogans Wagen gelegt. Aber die Ermittler sagen, man hätte die Hülsen gefunden, bevor man Proben vom Tatort nahm. Wenn ich schon ein falsches Beweisstück irgendwo hinlegen würde, dann wohl eines, was eindeutiger passt und damit auch, naja, überzeugender ist. Assured of a conviction. Die Geschworenen befinden Mark Bogan des Mordes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Revisionsgericht bestätigt dieses Urteil. Mark Bogan behauptet weiterhin, unschuldig zu sein. Phoenix, 1992. Die Polizei findet ein abgetrenntes Bein in einem Müllcontainer. Doch wer ist das Opfer? Anthropologen, Toxikologen und Gentechniker untersuchen das Fundstück auf medizinische Hinweise und führen die Ermittler auf die Spur des Mörders. Juni 1992. Beim Durchsuchen eines Müllcontainers macht ein Obdachloser einen grausigen Fund. Ein Müllsammler hatte eine große Plastiktüte gefunden. Als er sie öffnete, fand er dieses abgetrennte Bein darin. In der Tüte ist auch eine Säge. Die Kriminalbeamten Rico Fregosim und Joseph Petrosino kommen als Erste zum Tatort. Ich glaube, je länger ich hier bin, desto seltsamer werden die Fälle. Es ist schon unheimlich. Seit ich hier wohne, gibt es ständig irgendwelche Vorfälle, zu denen die Polizei gerufen wird. Der Fahrer der Müllabfuhr, Jesse Pena, erzählt der Polizei, dass er den Müllcontainer nur eine Stunde zuvor geleert hat.
Der Container stand woanders. Jemand hat ihn verschoben. Keine Ahnung wer. Ich habe sofort gedacht, dass das Opfer wahrscheinlich über sämtliche Müllcontainer verstreut worden ist. Wir mussten nun hingehen und die restlichen Körperteile finden. Die Polizei durchsucht alle Müllcontainer im Umkreis von 5 Meilen. Sie hofft, weitere Körperteile zu finden, die mit Röntgenaufnahmen, Fingerabdrücken oder Details aus Vermisstenmeldungen verglichen werden können. Doch sie finden nichts. Der Rechtsmediziner hat nicht viel für eine Autopsie. Doch er findet heraus, dass das Bein von einem kaukasischen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren stammt. Auf seinem Knie waren Narben, die entweder auf eine Verletzung oder Operation hindeuteten. In diesem Fall waren es Narben einer Knieoperation. Die Narben erleichtern die Identifizierung des Opfers aber nicht, denn sehr viele Menschen werden in dieser Form am Knie operiert. Wir haben dann den Muskel im Oberschenkel untersucht und bei der Überprüfung auf illegale Drogen fanden wir signifikant hohe Mengen Methamphetamine, also Speed, sowie Spuren von Amphetamin. Die Person könnte also aus der Drogenszene stammen. Auf jeden Fall war sie bereits tot, als das Bein abgetrennt wurde. Die Tatsache, dass kein Blut am Bein war, deutete darauf hin, dass das Bein nach Eintritt des Todes abgetrennt wurde, als das Blut im Körper nicht mehr zirkulierte. Es war kein natürlicher Tod und es gab auch keine Anzeichen für einen Unfall, wie zum Beispiel einen Arbeitsunfall. Mit dem Bein als einziges Beweisstück konnten wir die Todesursache nicht feststellen. Doch wir gingen von einem Gewaltverbrechen oder Mord aus. Anhand des Oberschenkelknochens, dem längsten Knochen im menschlichen Körper, wird die Größe des Opfers auf 1,80 Meter geschätzt. Doch niemand ist vermisst gemeldet, der männlich, weiß, ca. 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und vermutlich Drogen nimmt. Speed gehört zur Gruppe der Methamphetamine, die eine aufputschende Wirkung haben. Gemäß der Statistik haben mexikanische Drogenbarone im Jahr 1995 immense Mengen an Methamphetaminen nach Arizona geschleust. Die Behandlungszentren für Drogenabhängige in Arizona berichten, dass Methamphetamine noch vor Kokain die meistgenommenen Drogen sind. Mit der Zahl der Verbraucher von Methamphetaminen ist auch die Zahl der Personen gestiegen, die an der Produktion und Verteilung der Droge beteiligt sind. Mehrere Tage nach der Entdeckung des Beins wird ein Speed-Dealer bei der Polizei vermisst gemeldet. Ist er das Opfer? Mein Freund ist seit ein paar Tagen verschwunden. Wie gebe ich eine Vermisstenmeldung auf? Er hatte Turnschuhe und eine Shorts an. Sie sagte, dass er öfter für ein paar Tage die Stadt verließ und nach Las Vegas fuhr. Doch er wäre jedes Mal zurückgekommen und hätte sonst eine Nachricht geschickt oder angerufen. Diesmal jedoch nicht. Der Vermisste heißt Norman Claus. Auf den ersten Blick passt er zu dem Profil des gesuchten Opfers. Claus ist 32 Jahre alt, 1,82 Meter groß, hat eine Knieoperation gehabt und dealt mit Methamphetaminen. Er war ein netter, aufgeschlossener Mensch und hatte viele Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich jemand abfällig über Norman geäußert hätte. Claus ist zwar beliebt, hat jedoch auch Feinde. Die Polizei fährt zu seiner Freundin Patricia und zeigt ihr Fotos von dem gefundenen Bein. Patricia erkennt die Operationsnarbe, den Tennisschuh und den Strumpf wieder. Doch die Ermittler brauchen eine eindeutige Identifizierung und lassen deshalb einen DNA-Test durchführen. Um zu sehen, ob das Bein von Norman Claus stammt, mussten wir seine Eltern finden und mit ihnen einen DNA-Test machen. Die DNA jedes Menschen stammt je zur Hälfte von der Mutter und vom Vater. Wenn man die DNA von Norman mit denen seiner Eltern vergleicht, könnte man feststellen, ob das Bein von ihm stammt. Dann aber stellt sich heraus, dass Claus adoptiert worden ist. Seine leiblichen Eltern sind unbekannt.
Doch vielleicht gibt es für die Wissenschaftler eine andere Möglichkeit, ihn zu identifizieren. Als die Polizei in Claws Vergangenheit forscht, findet sie heraus, dass er seiner jüngeren Schwester eine Niere gespendet hat. Die Ermittler nehmen mit dem Krankenhaus in Houston Kontakt auf, in dem die Transplantation stattgefunden hat. Vor jeder Transplantation werden Zellproben von potenziellen Spendern genommen, um sicherzugehen, dass der Empfänger das gespendete Organ nicht abstößt. Zum Glück bewahrt das Krankenhaus in Houston seine Zellproben 100 Jahre auf und somit ist doch ein DNA-Test möglich. Auf diesem Autoradiogramm sieht man die DNA von dem Muskel des gefundenen Beins. Sie wird mit der Zell-DNA von Norman Claws verglichen. Der DNA-Vergleich erfolgt auf Basis des sogenannten RFLP-Tests, an dessen Ende ein Röntgenbild steht, von dem die Banden der DNA abgelesen werden können. Das Ergebnis eines RFLP-Tests ist ein Röntgenbild, auf dem sich ein Bandenmuster befindet. Dieses Bandenmuster können wir hin zu Verwandtschaftsverhältnissen untersuchen. So sind die einzelnen Banden vom Verwandten in der Regel auf der gleichen Höhe. Der DNA-Vergleich beweist, das Bein stammt von Norman Claws. Ich hatte noch nie zuvor einen DNA-Fall, mit dem wir jemanden so identifiziert haben. Dieser Befund war eindeutig und ich habe gleich seine Familie in Texas benachrichtigt. Nachdem das Opfer identifiziert ist, konzentriert sich die Polizei auf die Suche des Mörders. Es beunruhigte mich, dass da draußen jemand herumlief, der gefährlich war und der Polizei noch mehr Ärger machen konnte. Die Polizei befragt Normans Freunde, um herauszufinden, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Normans Freundin Patricia offenbart Interessantes. Sie erzählte uns, dass Norman eine Vergangenheit als Hersteller von Methamphetamin hatte. Eine der letzten Personen, die er vermutlich gesehen hatte, war sein Geschäftspartner Graham King, der auch im Methamphetamin-Geschäft tätig war. Die beiden waren gute Freunde, doch nach einem Streit wurden sie Konkurrenten im Drogengeschäft. Die Polizei findet Norman Claws Auto nur einen Häuserblock von Kings Haus entfernt. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbefehl. Kings Haus ist geschützt wie eine Festung. Bissige Rottweiler bewachen den Hinterhof. Draußen sind Kameras angebracht, die King einen Überblick über das gesamte Grundstück bieten. Aus Schießscharten kann man auf jeden Zentimeter des Grundstücks zielen. Die Türen und die Fenster sind verstärkt. Nur mit einem Bulldozer hätte man da schnell reinkommen können. Als Drogenhersteller hatte er so einen Zeitvorsprung, um jede Menge Beweise verschwinden zu lassen. Die Polizei wartet, bis King aus dem Haus kommt, bevor sie ihm den Durchsuchungsbefehl vorlegt. Beim Durchforsten des Hauses entdecken die Ermittler ein umfangreiches Waffenarsenal. Was verbirgt Graham King noch in seiner Drogenfestung? Norman Claws ist ermordet worden. Zuletzt soll er sich mit seinem Geschäftspartner Graham King getroffen haben. Als die Polizei dessen Haus durchsucht, entdeckt sie eine umfangreiche Waffensammlung. Wurde Norman Claws mit einer dieser Waffen getötet? Er hatte alle möglichen Waffen, Schusswaffen, Armbrüste, Wurfmesser und andere Messer, die er an speziellen Plätzen versteckt hatte. Einige Waffen waren in seinem Bett, andere in den Wänden oder hinter den Türen versteckt. Er hatte alle Modelle, die man sich vorstellen kann, 400 Jahre alte ebenso wie moderne Waffen. Die Polizisten finden auch Marihuana und Methamphetamine. Er probierte seine Drogen vermutlich zu oft. Das hat vielleicht sein Denkvermögen beeinträchtigt. Die Ermittler bemerken, dass King erst kürzlich die Wände und den Boden in der Waschküche renoviert hat. Es war frisch gestrichen, man konnte die Farbe noch riechen. Und dann roch es in der Waschküche auch ganz stark nach einem Desinfektionsmittel.
Die neue Farbe könnte wichtige Spuren an der Wand und auf dem Boden verdecken. Hat der Hausherr seine Waschküche einfach nur renoviert? Oder hat Graham King ein Verbrechen begangen, dessen Spuren er verwischen wollte? Um das herauszufinden, entfernen die Ermittler einen Tisch von der Wand in der Waschküche. Vielleicht befinden sich dahinter irgendwelche Spuren. Und tatsächlich, hinter dem Tisch finden sie ein paar kleine Flecken. Wir glaubten, dass die gefundenen Flecken Blut waren. Wir nahmen Proben davon und rissen dann die ganze Wand auf. Die Flecken werden einem Castle-Mayer-Test unterzogen, bei dem die Eisenanteile im Blut reagieren. Das Testergebnis ist positiv. Trotz des Versuchs, alles abzuwaschen, fanden sie Spuren von menschlichem Blut und stellten fest, dass an diesem Ort viel Blut vergossen wurde. Jetzt muss festgestellt werden, wessen Blut es ist. Die DNA der Blutflecken an der Wand wird mit der des Muskels aus dem amputierten Bein verglichen. Sie stimmen überein. Wow, das bestärkte damals meinen Glauben an die Macht der RFLP und der DNA-Technologie. Graham King will keine Fragen beantworten. Doch ein Freund von King meldet sich bei der Polizei. Er sagt aus, er verdächtige King, in ein Verbrechen verwickelt zu sein. Der Anrufer heißt Troy Killip. Er behauptet, in Graham Kings Hinterhof gearbeitet zu haben, als Norman Claus ins Haus ging, dies aber nicht mehr verlassen hat. Killip ist zwar kein Augenzeuge, dafür aber Ohrenzeuge. Seine Aussage wird von der Polizei auf Tonband aufgezeichnet. Ich hörte Schreie, jemand schrie, ja, töte mich, bring mich doch um. Der Mann rief meinen Namen. Ich hörte Schüsse und das ganze Geschehen. Ich hörte, wie ein Mann mit einer Axt zerhackt wurde. Ich weiß das genau, denn obwohl ich es nicht gesehen habe, kann ich mich an diese Geräusche erinnern und dass er nicht wieder rauskam. Troy Killip sagt aus, er habe eine Stunde lang gewartet und dann an die Tür geklopft, um sein Werkzeug zu holen. Ich klopfte an die Vordertür des Hauses und er entsicherte innen alle Türen und kam raus. Er zitterte stark und hatte sich umgezogen. Er sagte, komm rein. Ich ging rein und dort roch es überall ganz stark nach Desinfektionsmitteln. Ich drehte mich um und ging. Killip sagt weiter aus, King und Claus hätten sich gestritten. Es sei jedoch nicht um Drogen, sondern um eine Frau gegangen. Graham Kings Freundin hat etwas mit Norman Claus gehabt und ist wahrscheinlich von ihm schwanger gewesen. Graham hat das herausgefunden und wir vermuten, dass er ihn deshalb ermordet hat. Das ist eine große Drogenaktion, nur darum geht es. Und der Typ, der umgebracht wurde, hat die Frau des anderen gefickt. Umgebracht wurde er wegen Methamphetaminen. Sie haben das Zeug hier in Phoenix hergestellt. Graham King wird unter dringendem Mordverdacht verhaftet. Die DNA-Ergebnisse und die Aussage des Rechtsmediziners, dass Norman Claus das Bein erst nach seinem Tod abgetrennt wurde, sprechen für sich. Dennoch weigert sich Normans Freundin Patricia, den Tod ihres Freundes zu akzeptieren. Norman ist nicht tot. Sein Tod wurde inszeniert. Das alles entspricht nicht der Wahrheit. Und deshalb kann ich nicht guten Gewissens mitmachen. Patricia glaubt, Norman habe seinen Tod nur vorgetäuscht, um irgendwelchen Problemen im Drogengeschäft auszuweichen. Die Staatsanwaltschaft zweifelt jedoch nicht an dem Mord und vermutet, dass Norman Claus nichtsahnend zu Graham Kings Haus gegangen ist. Dort kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung.
Nachdem King Claus getötet hat, verpackt er die Leichenteile in Mülltüten. Irgendwann in der Nacht verteilt er die Tüten dann auf verschiedene Müllcontainer in der Stadt. Später reinigt King die Waschküche und streicht sie neu. Doch an der Wand hinter dem Tisch bleiben Blutflecken unentdeckt zurück. Er hatte ungefähr einen Quadratmeter der Wand ausgelassen. Dort waren genug Spuren, um eindeutig nachzuweisen, dass das Verbrechen dort passiert ist. Wir hatten Glück und haben gute Polizeiarbeit geleistet. Aber es gab auch ein paar Zufälle, mit denen wir sonst in unserem Job nicht rechnen können. Das abgetrennte Bein hat King in einen leeren Müllcontainer geworfen. Pech für ihn. Der Container wurde nur eine Stunde, bevor er das Bein dort hineinwarf, geleert. Ansonsten hätten wir Norman Claus nie gefunden. Er wäre immer noch vermisst. Die anderen Körperteile von Norman Claus tauchen nie wieder auf. Verschiedene rechtsmedizinische Techniken wurden zur Lösung des Falles eingesetzt. Durch eine Knochenmessung hat man die Größe des Opfers festgestellt. Mithilfe der Toxikologie wurden die Methamphetamine in seinem Körper gefunden und anhand eines vergleichenden DNA-Tests konnte das Opfer identifiziert werden. Schließlich sind mit dem Castle-Mayer-Test Spuren entdeckt worden, die der Mörder nicht bemerkt hat. Die kleinen Blutflecken in der Waschküche werden bei einem DNA-Test als Normans identifiziert. Wir fragten uns anfangs, wie wir den Fall mit nichts als einem Bein lösen sollten. Doch er wurde tatsächlich gelöst, mit Hilfe der Rechtsmedizin und der Zeugen. In nicht allzu ferner Zukunft soll anhand der DNA eines einzigen Blutflecks sogar das Geschlecht, die Haar- und Augenfarbe, die Größe, das Gewicht und die Rasse des Opfers bestimmt werden können. Vor der Verhandlung erleiden die Staatsanwälte aber einen Rückschlag. Ihr Zeuge Troy Killip weigert sich auszusagen, weil er Angst um sein Leben hat. Ich werde nicht vor Gericht gehen, auf keinen Fall. Diese Typen haben letztes Jahr 3,5 Millionen Dollar verdient. Vielleicht bricht der Mann aus oder lässt andere nach mir suchen. Er hat genug Geld, um zu bekommen, was er will. Daher treffen die Staatsanwälte eine Vereinbarung mit Graham King. Ich kam ihm entgegen, weil die Leute Angst vor Graham King hatten. In einer Verfahrensabsprache bekennt King sich des Totschlags für schuldig und entgeht so der Todesstrafe. Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hat ein Geschäft gemacht. Das Geschäft seines Lebens. 20 Jahre. Wenn er rauskommt, ist er nicht zu alt, zumindest nicht für jemand, der Methamphetamine herstellt und Menschen tötet. Es beunruhigt mich sehr, dass Graham King wieder rauskommt, weil er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Ich glaube, er würde es wieder tun. An diesen Fall erinnere ich mich immer wieder, wenn ich Führungen mache oder im College Vorlesungen über DNA halte. Diese Geschichte erzähle ich jedes Mal. Die DNA war sehr entscheidend. Ohne sie hätten wir den Fall nicht lösen können. Auch nach 10 Jahren akzeptiert Norman Claus Freundin die rechtsmedizinischen Ergebnisse nicht. Sie glaubt noch immer, dass Norman seinen Tod vorgetäuscht hat und irgendwann wieder zu ihr nach Hause zurückkommt. Hallo, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Norman und ich werden zurückrufen. Vielen Dank.